Ja, dann herzlich willkommen zum Vortrag. Manchmal dauert es eben länger oder Einführung in die sogenannte Post-Quantum-Kryptographie. Ich bin Uli Klemann und ja, der Vortrag ist eigentlich viel zu lang für hier, deswegen müssen wir hier ziemlich Gas geben und ich kann das Thema auch deswegen nur anreißen. Wir haben aber anschließend die Gelegenheit, im Breakout Room näher auf Fragen einzugehen und darüber zu diskutieren. Fangen wir einfach mal an. Na? Was ist nun los? Ja, wir erinnern uns alle noch so an unseren Geometrieunterricht in der Schule, so mit Konstruieren mit Zirkel und Lineal. Das wussten die alten Griechen schon. Viel Ecke zu konstruieren, aber beim gleichmäßigen 17-Eck, da funktioniert das plötzlich nicht mehr und es brauchte fast 3000 Jahre, also über 2000 Jahre, von Euklid bis zu Carl Friedrich Gauß, der dann die Lösung dafür fand. Dabei gab es schon zu Euklids Zeiten ganz andere Nüsse zu knacken und viel härtere. Ich habe hier mal so dieses Sieb des Eratosthenes als Beispiel genommen. Also wie kann ich ermitteln, ob eine Zahl eine Primzahl ist, ja oder nein? Auch das dauerte Tausende von Jahren, bis man da das System gefunden hatte. Dann haben wir den Primzahltest von Fermat. Das dauerte nur noch 1900 Jahre. Dann gab es die sogenannte Le Chiffre indéchiffrable, also die unknackbare Chiffre von Blaise de Vigenère, die erste polyalphabetische Chiffre. Die zu knacken, das dauerte nur noch ein paar hundert Jahre, so ungefähr 400. Der Herr Charles Babbage, Hobbywissenschaftler, hat das Ganze dann geschafft. Und um es kurz zu machen, die Zeitdauer, um eine Chiffre zu brechen, wurde immer kürzer und wird immer kürzer werden. So, kommen wir mal zu dem Thema Verschlüsselung. Ich rede hier über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Im Moment nehmen wir noch an, dass das Ganze ausreichend wäre. Allerdings sollten wir dabei ein paar Punkte beachten, und zwar bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die schützt nur davor, dass die Daten einfach passiv mitgelesen werden. Die Daten liegen an sich auf dem Absender- und Empfängersystem meist unverschlüsselt vor. Ausnahme ist hier die Regel. Und dort befinden sich in der Regel auch die Schlüssel. Ungemein wichtig ist es bei der Verschlüsselung immer dran zu denken, es kommt immer auf das schwächste Glied in der Kette an und das ist meistens der Faktor Mensch. Und somit ist auch nicht die Verschlüsselung das Problem, also sprich das Verschlüsselungssystem, sondern die Systeme, welche die Verschlüsselung nutzen. Der erste offizielle Standard war der DES 1977, ist ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus mit 56 Bits, wurde am 17. Juni 1997 nach nur 20 Jahren geknackt. Dann haben wir RSA 1024, auch 77 veröffentlicht, ein asymmetrisches Verfahren. Das wurde in nur 104 Stunden geknackt. So, ganz kurz, worum geht es bei RSA? Es geht um das Faktorisieren großer Primzahlen. Heutiger Standard RSA mit 4096 Bits und auch das ist bereits geknackt. Amerikanische Forscher haben das mit einem Mikrofon und einem Notebook gemacht und haben einfach die Geräusche aufgezeichnet, als der RSA-Schlüssel generiert worden ist und das war es dann schon. Der Standard gilt aber nach wie vor immer noch als sicher. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Sind unsere ganzen Geheimnisse quasi nichts mehr wert? Eindeutig nein, noch nicht. Denn das Ganze braucht acht Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und wenn die erfüllt sind, dann dauert der Angriff etwa noch eine Stunde. So, dann kommen wir mal zum Shor-Algorithmus, der 1996 vorgestellt worden ist. Und damit ist es nun möglich, mit einem quantenmechanischen Verfahren RSA-Schlüssel in polynomialer Zeit, also in akzeptabler Zeit, um es einfach zu sagen, mal zu knacken. Problem ist, wir haben dafür noch nicht die entsprechende Hardware, sprich die leistungsfähigen Quantencomputer.
Aber wenn man sich das mal gegenüberstellt, wie lange heutige Rechner dafür bräuchten, entsprechende Primzahlen mit 100 oder 300 Stellen zu knacken und nebendran mal die Zeiten für einen Quantencomputer, dann ist das schon eine dramatische Entwicklung. Dann haben wir noch den Grover-Algorithmus, auf den gehe ich jetzt gar nicht ein. Der ist einfach dazu da, das Problem auch des diskreten Logarithmus zu brechen und in großen Datenmengen Muster zu finden. Wie gesagt, es fehlt noch die entsprechende Hardware. Wie lange die noch braucht, bis sie marktfähig sein wird, bis sie verfügbar ist, ich schätze mal einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren. Spätestens sind wir so weit, dass wir die klassische Kryptographie, wie wir sie heute kennen, nicht mehr nutzen können. Ja, das nächste Schlüssel, je länger, desto sicherer. Quintessenz, das ist ein Irrtum. Es ist keineswegs so, dass eine Verstopplung der Schlüssellänge auch eine entsprechende Verdopplung der Sicherheit oder Ähnliches bedeuten würde. Aber darauf gehen wir jetzt auch nicht unbedingt ein. Außerdem muss man immer davon ausgehen, dass die Schlüssel in falsche Hände geraten können. Smart Cards, auch eine tolle Erfindung, aber so sicher sind sie jetzt auch nicht, wenn auch der Angriff darauf ziemlich aufwendig ist, aber noch gelten sie als relativ sicher. Bei Quantencomputern ist das kein Thema mehr. Ja, wie arbeiten eigentlich diese Quantencomputer? Anders als klassische Computer, die nur die Zustände 0 oder 1 kennen, kennt der Quantencomputer alle Zustände, die sich überhaupt darstellen lassen, also sowohl 00, 01, 1, 0 und 1, 1 gleichzeitig. Das bedeutet letztendlich, dass eine sehr große Menge von Rechenoperationen gleichzeitig durchgeführt werden können, und zwar echt parallel, also nicht mit Interrupts. Und damit ja, verringert sich halt die entsprechende Zeitspanne, um zum Beispiel einen RSA-Key zu knacken, von Jahren und Hunderten von Jahren auf wenige Stunden. Ja, wie das Ganze jetzt im Detail funktioniert, da müssen wir jetzt leider drüber hinaushüpfen. Es ist ziemlich aufwendig, funktioniert auch nur unter Laborbedingungen. Das lassen wir mal außen vor. Ja, die Geräte sind auch unheimlich fehleranfällig. Also sie sind noch im Entwicklungsstadium. Wir sind noch weit davon weg, dass die Dinger marktfähig wären und dass man sich also so ein Teil irgendwo kaufen könnte. So, Nachteile, ja, okay, können wir auch drüber weggehen. Was können Sie wirklich? Sie können sehr viele Rechenoperationen zeitgleich parallel ausführen. Sie können sehr große Datenmengen effizient durchsuchen. Aber was Sie natürlich nicht können, ist, Sie können nicht wie ein Mensch denken. Sie haben keine Fantasie, keine Kreativität. Ja, haben wir jetzt die Quantenapokalypse? Ich habe es vorhin schon gesagt, nein, wir haben sie nicht. Denn um beispielsweise einen 128-Bit-Schlüssel knacken zu können, bräuchten wir 2 hoch 64 Iterationen, also mindestens 64 Qubits, die stabil sind, und davon sind die heutigen Quantencomputer noch ziemlich weit weg. Sichere Datenverbindung, was verstehen wir darunter? Einmal Vertraulichkeit, sprich ein Spion kann aus den abgehörten Daten nicht den Inhalt ermitteln. Integrität, die übermittelten Daten können nicht unbemerkt verfälscht werden. Authentizität, die übertragenen Daten stammen auch vom richtigen Versender. Und die Unabstreitbarkeit, das heißt, der Sender einer Nachricht ist eindeutig identifizierbar. Ja, Angriffsszenarien kann man sich vorstellen. Einmal die berühmte Man-in-the-Middle-Attacke, Datenmanipulationen, DD und DDoS-Angriffe, Viren-Firewalls, Virenscanner-Zertifikate, also alles, was wir jetzt auch haben. So, fangen wir jetzt mal an mit dem Thema PQC, also Postquantenkryptographie. Da haben wir im Moment fünf fundamentale mathematische Probleme bzw. Klassen von Algorithmen, mit denen das realisiert werden kann. Das sind einmal Signaturverfahren basierend auf Hash-Funktionen. Das sind einmal Signaturverfahren, die auf sogenannten multivariaten quadratischen Polynomgleichungen beruhen.
Dann haben wir Verschlüsselungs- und Schlüsselaustauschverfahren basierend auf elliptischen Kurven. Und wir haben das Thema gitterbasierte Kryptographie. So, da lassen wir mal außen vor. Das ist Signaturgesetz, qualifiziert. Schauen wir uns mal die Signaturen durch Hash-Verfahren an. Da haben wir also folgende Zielsetzung: Wir wollen Datenintegrität gewährleisten, wir wollen die Authentifizierung gewährleisten und wir wollen die Nichtabstreitbarkeit gewährleisten. Diese Signaturalgorithmen bestehen aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Signiert wird mit dem privaten Schlüssel, verschlüsselt wird mit dem öffentlichen Schlüssel. Hash-Algorithmen, einfach gesagt, das sind mathematische Funktionen, die in die eine Richtung sich einfach rechnen lassen, aber die Umkehr ist halt sehr, sehr schwierig. Was sind diese Signaturverfahren? Im Grunde genommen ist es das kryptografische Äquivalent zur klassischen handgeschriebenen Unterschrift. Das heißt, der Sender hat ein eindeutiges Schlüsselpaar aus dem öffentlichen und geheimen Schlüssel. Daher der eine Schlüssel wird benutzt, um die Unterschrift zu erzeugen, der ist geheim. Und der andere Schlüssel, der öffentliche, wird dann halt dazu benutzt, um diese digitale Unterschrift zu verifizieren. Was ist es nicht? Digital signieren bedeutet nicht, dass mit einem geheimen Schlüssel verschlüsselt wird. Ausnahme der Regel ist hier bei RSA. Bei einem Signaturverfahren haben wir mindestens zwei Anforderungen. Das ist einmal die Correctness, das heißt, das Verfahren muss funktionieren. Und das Ganze muss, wenn es denn mittels des Schlüsselpaars ein Schlüsselpaar generiert worden ist, dann muss eine Signatur erstellt werden können und der Verifikationsalgorithmus muss ausgeführt werden können. Ansonsten funktioniert das Verfahren nicht geeignet. Dann haben wir noch den Begriff Soundness. Das heißt, es soll kein effizienter Algorithmus existieren, mit dem ja die Sicherheitseigenschaften des Verfahrens halt gebrochen werden können. Da gibt es verschiedene Verfahren, EUF, CMA, UUF, NMA und einige andere, mit denen das Ganze dann überprüft werden kann. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ganz wichtiger Punkt sind die sogenannten Einmalsignaturen. Stichwort One-Time-Pad. Die sind relativ einfach gestrickt, funktionieren aber nur, wenn sie wirklich nur ein einziges Mal verwendet werden. Das heißt, es darf nur ein einziges Mal eine Signatur erzeugt werden. Ansonsten lässt sich der Schlüssel zurückrechnen. Da gibt es dann zum Beispiel die Einmalsignatur nach Lamport-Diffie, die auch mit diesen beiden Schlüsseln arbeitet. Hier ist in etwa das Verfahren näher beschrieben. Nachteile von dieser Methode sind die relativ großen Schlüssellängen. So ein Schlüssel ist 231 mal größer als bei ECDSA. Das heißt also 106 Byte versus 24 Kilobit. Das nächste Problem ist, wie gesagt, nur eine Nachricht einmal mit dem Schlüssel unterzeichnen, dann neuen Schlüssel verwenden für die neue Nachricht. Die Signaturen werden sehr, sehr lang. Und der zweite Nachteil, der soll damit umgangen werden, dass mehrere Nachrichten einem öffentlichen Schlüssel zugeordnet werden können. Ansonsten müsste man eine Datenbank erstellen, ziemlich viel Aufwand. Ja, aus einmal macht zweimal mit dem sogenannten Chaining. Das heißt, der Signierer hängt einen weiteren Schlüssel an das Ende jeder Nachricht an und mit dem wird dann die jeweils folgende Nachricht verifiziert. Nachteil ist natürlich, der Aufwand steigt ganz gewaltig und wir haben zusätzlich für den Angreifer die Information, wie viele Signaturen vorher schon erstellt worden sind. Um dem Ganzen ein bisschen Einhalt zu gebieten, verwendet man sogenannte Merkle-Bäume. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, dafür reicht einfach die Zeit nicht. Es geht einfach darum, dass durch den Hashwert halt
geprüft werden kann, haben wir halt das eine mit 0-0 oder halt 0-1. Genauer ist das Verfahren eindeutig bei Wikipedia und anderen Seiten beschrieben. Brauchen wir jetzt also nicht näher drauf einzugehen. Ich mache einfach mal dazu ein Beispiel. Eine Online-Auktion, sprich ein Anbieter bietet auf ein Angebot 100 Euro. Um sicherzustellen, dass das Gebot verbindlich ist, will die Plattform natürlich eine Signatur haben, die auch verifiziert werden soll. Das heißt, dazu wird ein Schlüsselpaar erzeugt. Der Anbieter erstellt eine Signatur und schickt die Signatur an die Plattform. Die Plattform verwendet einfach die entsprechende Funktion, um das Ganze zu prüfen. Und nur wenn die Signatur auch verifiziert ist, wird die Auktionsplattform das Gebot akzeptieren. Signaturen zerstören allerdings die Geheimhaltung. Das sollte man wissen, weil sie ja dazu dienen, letztlich auch durch die Verifizierung. Sie können einem, zum Beispiel einem bestimmten Absender einer bestimmten Partei eindeutig zugeordnet werden. Das heißt, Anonymität ist dann nicht mehr gegeben. So, stellen wir uns mal vor, wir haben ein Angebot auf einen Van Gogh abgegeben, aber nur 100 Euro. Mehr haben wir nicht im Portemonnaie. Natürlich werden wir überboten. Und jetzt könnte natürlich die Auktionsplattform die Unterschrift von uns mit anderen Leuten teilen und unser Gebot offenlegen. Das könnte jetzt natürlich peinlich werden, weil ja, wir haben ja nur 100 Euro und das für einen Van Gogh. Man könnte also davon ausgehen, dass wir irgendwie ein Spaßgebot abgegeben haben, weil für 100 Euro kriegen wir natürlich keinen Van Gogh. Das Problem lässt sich aber lösen. Und zwar so. Und dazu kommen die sogenannten Chamäleon-Signaturen ins Spiel. Eine Chamäleon-Hash-Funktion wurde 2000 eingeführt von den beiden Mathematikern Kravchuk und Rabin, sind auch Kryptologen. Und zwar zum Beispiel, um eine Signatur bei einem Einkauf abzustreiten. Also sprich, ein Kunde möchte eine Ware einkaufen. Es gibt zwei konkurrierende Anbieter, zwei konkurrierende Händler, die in gleicher Qualität liefern können, aber die wollen Tagespreise machen. Das heißt, die wollen also vorher nicht sagen, wie ihre Preise sind, sondern verhandeln jedes Mal lieber individuell mit dem Kunden. Und ja, einer will den anderen natürlich unterbieten. Und der eine weiß natürlich nicht und soll auch nicht wissen, was der andere Konkurrent dem Kunden für einen Preis geboten hat. Also fragt der Kunde bei dem Händler A nach dem Preis an, bietet 100 Euro pro Stück, gibt eine digitale Unterschrift ab, die verifiziert wird. So, jetzt will der Kunde den anderen Händler kontaktieren und ihm einen günstigeren Preis anfragen. Und dazu muss er ja das Angebot vom Konkurrenten A mittels dessen Signatur beweisen. Aber er kann das nicht abstreiten, denn die Signatur ist ja öffentlich verifiziert. Das heißt, Authentizität und Abstreitbarkeit schließen sich gegenseitig aus. Ja, hier ist nochmal kurz beschrieben, was diese Chamäleon-Hash-Funktionen sind und wie sie in etwa funktionieren und wofür sie gut sind. Nächstes Problem ist der Schutz gegen Insider-Informationen. Gerade im Wertpapierhandel halt sehr, sehr wichtig. Und zwar könnten Insider einen verdächtigen Bieter leicht von der Korrektheit der verkauften Informationen überzeugen, da die Gebote ja signiert sind. Mit einem Chamäleon-Hash signierte Gebote funktioniert das aber nicht, weil die Unterschrift auf den Geboten nicht übertragbar ist. Das heißt, der Insider kann nicht sicher sein, dass das gemeldete Gebot korrekt ist. Ja, hier kurz der Ablauf. Also jeder Anbieter schickt seine signierte Nachricht und der Auktionator veröffentlicht eine Quittung für jedes eingegangene Gebot. Dann wird nach der Auktion das Gewinngebot veröffentlicht. Die Gebote werden vom Auktionator im Klartext übermittelt. Und da sie mit einer Chamäleon-Signatur signiert sind, kann die Gültigkeit auch nur von dem festgestellt werden,
Dann werden die Signaturen auf jedem Gebot veröffentlicht, aber nicht der Wert des Gebots. Und da die Unterschrift nicht widerlegbar ist, muss der Bieter das Angebot also auch einhalten, muss den Preis bezahlen. Ja, Vorteile dieser Variante: Der Auktionator muss das Geheimnis nicht abrufen, außer er will die Signatur fälschen, aber das ist ja nicht sein Ziel. Bei einer Anfechtung wird nur das Geheimnis, welches sich auf eine bestimmte Transaktion bezieht, offengelegt. Der Rest der Transaktion bleibt ungültig und nicht zu sehen. Und das macht das signierte Gebot für andere Bieter völlig nutzlos und nicht übertragbar. Es wird auch kein öffentlicher Schlüssel runtergeladen. Das heißt, der Prozess wird stark vereinfacht. Und somit haben wir hier eine sehr sichere Variante. Ja, das ist so das Fazit. Also diese ID-basierte Kryptographie hat halt viele Vorteile gegenüber der konventionellen Schlüsselverteilung, die immer ein Problem darstellt. Kommen wir mal zu so einem Problem, das Problem des Handlungsreisenden von 1930, ist ein sogenanntes NP-schweres Problem. Also ein Problem unter der Annahme, dass es keinen Algorithmus gibt, der die kürzeste Rundreise in polynomieller Worst-Case-Laufzeit bestimmt. Die Aufgabenstellung ist die, ausgehend von der Firmenzentrale in Berlin, wähle eine Reiseroute für den Besuch sämtlicher oder mehrerer Orte, zum Beispiel aller Großstädte in Deutschland. Und zwar so, dass keine dieser Großstädte zweimal besucht wird, sondern nur einmal. Ausgangspunkt und Endpunkt der Reise soll die Firmenzentrale in Berlin sein. Und das Ganze soll natürlich in möglichst kurzer Zeit erledigt sein. Ja, dafür gibt es auch keinen Algorithmus. Es gibt mehrere Lösungen. Eine davon sieht so aus. Und an einem solchen Problem verzweifeln auch Quantencomputer. Das heißt, das ist zum Beispiel eines der Probleme, die bei der Postquantenkryptographie eine Rolle spielen. Probleme, die halt mehrere Lösungen anbieten. So, das können wir uns eigentlich sparen. Das können wir uns auch sparen. Helga Mall. Schnorr-Signatur lasse ich auch mal weg. Haben wir hier? Ja, die Quintessenz, ihr habt es euch wahrscheinlich schon alle gedacht. Perfekte, sichere digitale Signaturverfahren gibt es nicht. Oftmals sind die Verfahren auch noch sehr unpraktisch. Aber sie können selbst durch unbeschränkte Angreifer, Stichwort NSA, nicht gebrochen werden. Ja, das Problem des Handlungsreisenden kann exakt gelöst werden, wenn man die Weglängen aller möglichen Rundreisen berechnet und dann eine mit der kleinsten Weglänge auswählt. Aber das ist schon bei einer kleinen Zahl von Städten nicht mehr praktisch durchführbar. Und wenn ich jetzt sage, okay, der muss alle Großstädte in Deutschland besuchen oder überhaupt alle Kreisstädte zum Beispiel, dann wäre selbst ein Quantencomputer nicht in der Lage, dieses Problem effizient zu lösen. Ja, dann haben wir die codebasierte Kryptographie, die ist schon etwas älter, stammt eigentlich aus den 70er Jahren. Und zwar basiert das Ganze auf sogenannten fehlerkorrigierenden Codes, eine Methode, die über eine Prüfsumme feststellen kann, ob es Fehler gibt im Datenbestand. Problem ist, der Rechenaufwand ist ziemlich groß, um mit Hilfe dieser Prüfsummen vorhandene Fehler zu finden. Bei großen Datenmengen haben wir den Vorteil, das wird komplex genug, um beim Verschlüsseln genügend Sicherheit zu bieten, aber hat den Nachteil, es werden sehr lange Schlüssel generiert. Ja, Fehler können auch mehr Sicherheit bedeuten. Und zwar, wenn ich in einen fehlerkorrigierenden Code einen Fehler einbaue, dann kann das durchaus für einen Angreifer ein echtes Problem sein. Aber der fehlerkorrigierende Code findet diesen Fehler, korrigiert ihn und der Empfänger kann die ursprüngliche Nachricht doch lesen. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht. Ich sende die Nachricht, ich bringe meine Handschuhe mit. Und der Empfänger hat aber verstanden, ich bringe meine Haarbürste mit. Der Empfänger versteht möglicherweise nicht, dass die Nachricht einen Fehler enthält. Und hat auch somit auch keine Ahnung, wie die ursprüngliche Nachricht lauten sollte.
Redundanz des Ganzen ist, weil es draußen stark schneit, bringe ich die Handschuhe mit. Aber das kann der Empfänger zwar korrekt ableiten, dass da ein Fehler drin ist, aber der Angreifer kann das nicht ableiten, weil er ja nicht weiß, wie die ursprüngliche Nachricht lauten sollte. Er hat ja nur die falsche Nachricht, die er empfangen hat, die er abgefangen hat. Ja, dann haben wir ein sogenanntes gitterbasiertes Verfahren, das McAllis-Krypto-Verfahren. Hier wird Klartext über eine sogenannte Generatormatrix mit einem sogenannten Gopper-Code umgewandelt. Und dieser wird dann durch Multiplikation mit zufälligen weiteren Matrizen als allgemeiner linearer Code quasi getarnt. Ohne Kenntnis der einzelnen Matrizen kann die Chiffre nicht zurückverwandelt werden. Das funktioniert einfach nicht. Der öffentliche Schlüssel der Public Key beinhaltet sowohl die Generatormatrix, mit der der Klartext direkt verschlüsselt transformiert worden ist, zusätzlich auch die Anzahl der Fehler, die anschließend maximal in die Chiffre eingebaut werden sollen. Und der Private Key, der geheime Schlüssel, enthält die Informationen, wie der allgemein lineare Code wieder in Gopper-Code konvertiert werden kann. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Hier mal so das Verschlüsselungsverfahren. Also Alice generiert hier die Generatormatrix. Bob erzeugt eine zufällige, binäre, nicht singuläre andere Matrix. Und dann wird hier eine zufällige Permutationsmatrix erzeugt. Anschließend werden hier bestimmte Berechnungen durchgeführt und somit haben wir den kompletten Schlüssel. Ich hüpfe jetzt einfach mal drüber hinaus. So, McAllis hat natürlich wie jedes Verfahren auch seine Schwächen. Und zwar versagt es, wenn eine Nachricht verschlüsselt wird, die eine bekannte Beziehung zu einer anderen Nachricht hat. Und wenn die gleiche Nachricht zweimal verschlüsselt wird. Das ist generell in der Kryptographie eine Todsünde, eine Nachricht zweimal mit dem gleichen Schlüssel zu verschlüsseln. Bekannte Angriffe ist der Listenkodierungsalgorithmus nach Bernstein, der in der Lage ist, näherungsweise an den Gopper-Code heranzugehen und den zu korrigieren. Der zweite ist der Patterson-Angriff, der den Arbeitsfaktor zum Brechen des ursprünglichen Schemas gewaltig reduziert. Also den Angriff wesentlich schneller und einfacher macht. Ja, dann haben wir die sogenannte XMSS, Practical Forward Secure Signature Scheme. Eine Geschichte, die an der TU Darmstadt mitentwickelt worden ist im RFC 8391 als offener Internetstandard definiert. Da wird zuerst eine Signatur mit WinterMids, One-Time-Signatur Scheme gebildet. Und anschließend wird ein leicht abgewandelter Merkle-Baum verwendet. Und der kann eine limitierte Anzahl von Nachrichten, also 2n, verifizieren. Funktionsweise des Ganzen: Alice schickt Bob eine Nachricht, hat Bob Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel. Dann kann das Ganze durch den öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel signiert und verifiziert werden. Ja, für den privaten Schlüssel gibt es eine sogenannte Hash-Funktion. Und das Ganze basiert allerdings nicht auf der Primfaktorzerlegung wie bei RSA, sondern auf dem sogenannten diskreten Logarithmus. Die WinterMids-Einmal-Signatur wurde 1979 vorgestellt und 1989 von Merkle veröffentlicht. Die versucht, die lange Schlüssellänge zu balancieren, indem sie zusätzlichen Rechenaufwand einsetzt, um die Länge der Signatur deutlich zu verkürzen. Sie ist nicht sonderlich schwerer zu implementieren, bietet aber einen gewaltig geringeren Speicherverbrauch für eine vertretbare Vergrößerung des Rechenaufwands. Und das spielt natürlich besonders bei mobilen Geräten eine Rolle, weil bei langen Schlüsseln und langen Signaturen kann die Berechnung so lange dauern, da ist der Akku schon leer und die Berechnung noch nicht zu Ende. So, das Ganze gibt es dann natürlich auch RSA-basiert. Und dann haben wir noch die gitterbasierten Verfahren, die die Frage stellen, ja, welcher der blauen Punkte liegt denn am nächsten an dem roten
markierten Nullpunkt des Gitters. Wenn das Gitter zweidimensional ist, ja, also sprich Jägerzaun, ist das ja noch relativ einfach. Wenn das aber mehrdimensional wird, zum Beispiel mit 500 Dimensionen, ja, dann lässt sich dieses Problem auch mit dem stärksten Cluster nicht mehr effizient lösen. Hier gibt es so ein paar Algorithmen, den SVP, CVP und SBP, die sich also damit beschäftigen, das auszurechnen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine Grundlage für ein weiteres gitterbasiertes Verschlüsselungsverfahren. Dann müssen wir unterscheiden, wir kennen hier sogenannte NP- und NP-Hard-Probleme. Ein NP-Problem ist einfach ein Problem, was sich in polynomieller Zeit nicht lösen lässt. Und NP-Hard ist ein Problem, das entweder so schwer ist, dass man es gar nicht lösen kann, oder es ist eines der schwierigsten Probleme innerhalb der NP-Probleme. Wenn es im Bereich der NP liegt, dann bedeutet man, dass man alle anderen Probleme aus der NP in polynomieller Zeit auf das NP-Hard-Problem reduzieren kann. So, dann haben wir das nächste Verfahren, NTRU. Ist ein Public-Key-Kryptosystem, relativ neu. Verwendet Ringstrukturen, ist ziemlich kompliziert, kann ich jetzt hier in der Kürze der Zeit nicht erklären. Ist aber ein sehr vielversprechendes Verfahren und wird sich wahrscheinlich auch als Standard neben McAllis durchsetzen. Ja, natürlich haben auch die gitterbasierten Kryptosysteme ihre Schwächen. Hier sind mal einige davon aufgezeichnet. Dann haben wir noch ein weiteres Feld, das ist die multivariate Kryptographie. Die wurde in den 1980er Jahren entwickelt. Und zwar nutzt die Gleichungssysteme mit Polynomen unterschiedlicher Variablen. Es ist einfach, zu einer vorhandenen Lösung ein passendes Gleichungssystem zu konstruieren. Aber Lösen solcher Systeme ist halt sehr, sehr, sehr aufwendig. Und wir haben hier das Problem, dass nur wenige dieser multivariaten Public-Key-Schlüssel als sicher gelten. Wir brauchen für eine relativ kurze Signatur einen sehr, sehr langen Schlüssel. Ja, da haben wir dann zum Beispiel für dieses Verfahren das Leiterproblem. Es geht also darum, bei dem Leiterproblem die Breite eines Raumes zu berechnen, in dem zwei Leitern bekannter Länge stehen. Und die einfache geometrische Fragestellung mit den Mitteln, die wir aus der Schule kennen, das funktioniert also nicht. Hier muss also ein System aus drei Gleichungen gelöst werden, das jeweils aus multivariaten Polynomen besteht. Und diese Gleichungssysteme sind also noch deutlich komplexer. Da haben sich schon einige Koryphäen die Zähne dran ausgebissen. So, dann haben wir noch die isogenie-basierte Kryptographie. Die ist relativ neu, wurde 2006 vorgeschlagen. Und die basiert auf sogenannten isogenen elliptischen Kurven. Das kann man sich vereinfacht als ein sehr großes Labyrinth vorstellen. Es ist sehr einfach, darin zufällig einen Weg zwischen zwei Räumen festzulegen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, diesen Weg zu finden, wenn nur die Räume bekannt sind. Eine klassische Einwegfunktion. Dann haben wir noch Psyche. Psyche wurde 2011 vorgestellt, ist ein Signaturverfahren für diese isogenen Ellipsen, enthält entsprechende Algorithmen, beruht auf dem Schlüsselaustausch von Diffie-Hellman. Analog zudem berechnen die Teilnehmer hier aus öffentlich bekannten elliptischen Kurven eine weitere geheime, nur ihnen bekannte Kurve. Und die Berechnung erfolgt dann mittels sogenannter Isogenien, das sind also Gruppenhorformismen zwischen elliptischen Kurven. Ziemlich kompliziert. Vorteile von Psyche: Es hat eine kleine Schlüssellänge, und zwar die kleinste von allen Postquanten-Schlüsselaustauschverfahren. Mit der Komprimierung verwendet SIDH mit 2688 Bit öffentliche Schlüssel ein 128 Bit Quantensicherheitsniveau, das ist recht hoch.
Es unterstützt die perfekte Vorwärtsgeheimhaltung, eine Eigenschaft, die verhindert, dass kompromittierte Langzeitschlüssel die Vertraulichkeit alter Kommunikation gefährden. Das heißt also, wenn irgend so ein Langzeitschlüssel mal einem Angreifer in die Finger fällt, dann kann er nicht rückwirkend alte Kommunikation damit entschlüsseln. Und vor allen Dingen der Hauptvorteil ist, es erreicht mit einer 768-Bit-Primzahl ein Sicherheitsniveau von 128-Bit-Verschlüsselung. Das ist sehr, sehr gut. Uli. So, ich komme zu deinem Titel. Manchmal dauert es etwas länger. Jetzt sind wir ein Ja, paar ich muss Minuten drüber. aufhören. Ich bin auch am Ende hier noch ein paar Quellen für die, die lesen wollen. Und wer noch Fragen hat oder mit mir diskutieren will, dann bitte in dem entsprechenden Raum.